Hallo zusammen, das ist das Semifinale zwischen Pustefix, Terraner unten links gegen mich, Catkiller, ebenfalls Terraner oben rechts. Die Gruppenphase war hinter uns, ins Finale gekommen sind Pustefix, meine Wenigkeit, Ulrich und... wie ist denn sein Ingame-Name? Johnny, ja. Johnny, genau. Leider habe ich die Spieler von Johnny gegen Ulrich nicht. Deswegen werde ich jetzt erstmal nur die Spiele von mir casten. Und diese Karte war mir leider auch völlig neu. Ich kenne leider nicht mehr den Namen. Speziell hier diese riesige Absperrung in der Mitte hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht. Ich gehe wieder auf keinen Wallen gegen den Terraner. Aber einen Scout unternehme ich hier schon. Da ich Pustefix spielweise auch nicht kenne. Und wir hatten jetzt auch schon das erste Spiel gegeneinander. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr darauf verlassen, dass er diesmal ruhig bleibt. Abgesehen davon habe ich gehört, dass er doch dann noch ziemlich aggressiv gespielt hat. Mit Reapern, was wir schon gesehen hatten, aber auch mit frühen Marine Pushes. Kaserne ist draußen, das sieht mir schon wieder irgendwie nach einem unvollständigen Wall-In aus. Und ich versuche erstmal sein Baufahrzeug zu bekommen, aber leider flieht das. Und ich komme nicht mehr so gut dran. Meine Kaserne ist etwas später. Woran liegt's, woran liegt's? Daran, dass ich ein Baufahrzeug mehr habe. Zweite Kaserne kommt direkt hinterher, aber das war natürlich zu wenig. Wobei Pustefix auch einfach nicht gewohnt ist, angegriffen zu werden in dieser Bauphase. Und sich dementsprechend nicht zu verteidigen weiß. Gas auch schon direkt hinterher. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Zwei Kasernen, ein Gas. Aber scheint hier einigermaßen zu funktionieren. Mein Baufahrzeug hat es wohl zerlegt. Ich gehe dabei schwer auf Gas. Wahrscheinlich mit dem Plan auf Panzer zu gehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum das frühe Doppelgas. Orbital geht raus, während Pustefix hier wieder auf kein Orbital geht. Ich weiß nicht, ob es vergisst oder was. Den Eingang, ich glaube, den habe ich gar nicht. Habe ich wieder mal völlig missachtet. Tackler ist draußen. Man kann auch nicht so wirklich einen Plan bei mir erkennen. Was mache ich draus? Was mache ich draus? Gar nichts. Ich habe auch ziemlich viel Kohle momentan. Genauso wie Pustefix. Ah ja. Fabrik wird direkt mit 100 Gas rausgetan. Während Pustefix auf ein frühes Maschinendock geht. Für die Upgrades. Aber es erstmal bei zwei Kasernen belässt. So, Bleiblock für mich. Schon bei 19. Oh Gott, das habe ich völlig vergessen. Arbeitsloses Baufahrzeug. Und ausschließlich Marine-Produktion bisher. Noch ein arbeitsloses Baufahrzeug. Ja, und wie man sieht, habe ich so ein bisschen Angst vor Early Aggression. Panzerproduktion soll starten, zusammen mit Medivac Support. Waffen-Upgrade Level 1 sowie Marauder Slow ist unterwegs. Ich habe noch gar nichts geupgradet, aber plane es gerade, auch Slow. Siege-Modus sollte jetzt auch folgen. Folgt aber nicht direkt. Oh, ich habe mich wieder umentschlossen und bin doch direkt auf Steam gegangen. Waffen-Upgrade Level 1 immer noch unterwegs und eine Fabrik. Mineralien und Gas sind für uns beide schön niedrig.
Siege-Modus für mich. 2 Marauder, 6 Marines. Und jetzt, das ist... das ist Angst. Das ist Angst und die kostet leider auch ordentlich Mineralien, diese Angst. Denn wenn ich erstmal hier bin, dann ist das zwar sicher, aber wenn ich hier bin, ist sowieso alles vorbei. Und bis dahin sollte man unbedingt Geld holen mit dem Orbital. Wie sieht's von den Einheiten aus? 9 Marines, 4 Marauder gegen 2 Marines und 1 Marauder. Das ist so ein bisschen schade. Er hat jede Menge Einheiten, aber macht nichts raus. Also für Rush ist das viel zu spät und das ist halt nur Verteidigung. Und leider Gottes vergisst er deswegen auch die Baufahrzeuge. Ist jetzt auch Supply blocked. Macht jetzt weiter seine Upgrades mit Panzerung. Ich baue wieder sehr eingetörtelt. Und ja, so ein bisschen vor Banshees habe ich Angst. Ich hätte auch mal scouten können, tue ich aber nicht. Ja, und das ist wieder die ähnliche Idee wie bei Leoma auch schon, die ganze Basis möglichst abzudecken. Jede Menge Armee, keine Baufahrzeugproduktion mehr. Ich sollte weit in den Baufahrzeugen vorliegen, tue ich aber nicht. Oh, 25. Ich scheine es auch ein bisschen vergessen zu haben. Aber nicht so komplett, wie das hier der Fall ist. Jetzt auch der präventive Missile Turret. Und ich expandiere. Kann ich mir nicht so wirklich erlauben von meinen Militäreinheiten. Speziell wenn das alles vor meiner Basis stünde, wäre das überhaupt nicht zu halten. Aber er bleibt Gott sei Dank defensiv. Der Transfer von jede Menge. 12 Stück. Soweit ich das gesehen habe, war vielleicht ein bisschen viel. Produktion, Upgrades. Ja, hier mache ich dann auch die Planetare. Speziell, weil ich eben noch nicht allzu viele Kampfeinheiten habe. Reaktor. Und Schild-Upgrade. Greg hat weder Schild noch Stimpack. Was nicht allzu gut ist dafür, ist ein Panzerungsupgrade jetzt fertig. Und er bereitet sich auch auf den Push vor, so wie es aussieht. Während ich ja nur mit Panzern führe, aber ansonsten ist mir Greg überlegen, sowohl von den Upgrades als auch von der Infanterie. Gas habe ich ein bisschen wenig. Sollte ich auf jeden Fall das zweite noch nehmen, tue ich aber jetzt nicht. Das sind versehentliche Pickups. Immer noch kein Baufahrzeug seit gefühlten Stunden nicht. Und ein Banshee. In der späten Phase. Ohne Tarnung. Nicht ganz so sinnvoll meiner Meinung nach. Für mich jetzt das Panzerungsupgrade. Und wir pushen witzigerweise auf das unbekannte Signal hin gleichzeitig. Ich sehe ihn hier. Sieht er mich auch? Ja, er sieht mich auch. Das war natürlich nicht so schön. Ich will ihn hier abfangen, aber leider Gottes rennt er genau andersherum, wodurch wir uns genau verpassen. Ja, und jetzt ist die Frage, gehe ich hinterher oder gehe ich rein? Und ich entscheide mich hier reinzugehen. Hier muss ich noch aufpassen, ein bisschen mit den Medivacs, dass mir die nicht abhanden kommen. Das ist sehr knapp. Ich ziehe es auch nochmal zurück. Ja, kommen gerade so raus. Und jetzt ist halt diese blöde Situation, dass man hier angegriffen wird und gleichzeitig hier angreift. Und ich habe wirklich nicht viel, mit dem ich hier verteidigen kann. Der Vorteil ist, dass er ebenso wenig hat, um hier zu verteidigen.
hier nochmal ein versehentliches Aufnehmen. Das hilft ein bisschen, aber mein Panzer wird sofort weggesniped. Und ich habe hier lächerliche 4 Marines, die natürlich sofort rausgehauen werden. Er kann mich wenigstens auch nicht aufhalten. Probiert hier eine sehr schöne Attacke gegen meinen Panzer. Kriegt ihn auch durch speziell Friendly Fire von dem. Aber eben nur den einen. Hier geht das auch fröhlich weiter. In der Situation dachte ich eigentlich schon, ich hätte verloren. Und Pustefix wird wahrscheinlich gedacht haben, dass er verloren hat. Hier ist dann entweder die Frage, ob beide drin bleiben. Oder einer aufgibt. Oder sich vielleicht sogar komplett zurückzieht, um seine Basis zu schützen. Ich verliere auch mein Command Center. Zumindest mein eines, meine Expo steht Gott sei Dank noch. Hier habe ich auch den Vorteil mit der Planetary. Ich habe verpasst, dass ich hier meinen einen Panzer leider auch noch verloren habe. Und komme natürlich nicht an die Planetary ran. Oh, was war das? Interessant. Ja, und das kann er auch nicht knacken. Mit Mars Repair. Er probiert jetzt noch an die ranzukommen. Verliert aber hier alles. Und das war's. Bis zum nächsten Mal.